Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt es im Einspieler gerade gesehen, was eine fehlende Stützlast bewirken kann. Das ganze Video der fehlenden Stützlast habe ich so einen kleinen Versuch gemacht. Könnt ihr im Video von letzter Woche sehen. Ich verlinke euch am Ende des Videos das Ganze nochmal, wenn ihr es euch nochmal anschauen wollt. Aber heute geht es ja um das Thema Stützlast. Dass sie wichtig ist, wollte ich damit nochmal ein bisschen eindrucksvoller darstellen. Und zur Messung der Stützlast braucht ihr natürlich auch eine Stützlastwaage. Und ich habe heute jetzt mal 6 Wagen hier im Vergleich. Möchte euch gerne mal die Unterschiede zeigen, die Vor- und Nachteile und auch die Preise vergleichen, sodass ihr für euch nach Budget und Belieben das richtige Modell aussuchen könnt. Kurzer Hinweis vorneweg, die ganzen Modelle, die ich hier habe, habe ich selbst angeschafft, selbst gekauft und kann logischerweise frei davon berichten. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Hinweis. Aber jetzt nach dem Intro legen wir los mit dem eigentlichen Thema. Wir fangen jetzt an mit der Stützlastwaage oder mit der Waage im Buglaufrad. Hier müsst ihr wissen, bei vielen Wohnwagen ist das heutzutage Standard bzw. in irgendwelchen Paketen mit drin. Das heißt, wenn ihr jetzt auf dem Weg seid, einen Wohnwagen zu kaufen oder ihr habt einen, schaut einfach mal, ob ihr ein Stützrad habt mit so einer integrierten gelben Skala. Dann habt ihr eine Waage integriert. Das ist zwar, der misst zwar hier an der Höhe des Rades, aber berechnen das in Höhe des Kugelkopfes, weil das ist ja die Grundbedingung. Die Stützlast müsst ihr immer am Kugelkopf bemessen, also da, wo die Anhängerkupplung quasi eingehängt ist. Das ist wichtig. Ein Ergebnis am Rad hier hinten ist ja ein paar Zentimeter weiter hinten dran, würde das Ergebnis natürlich verfälschen. Und diese Waage hier rechnet das um. Das schauen wir uns aber gleich an. Wichtig ist, wenn ihr euch sowas anschaffen wollt, da kommt es darauf an, was habt ihr für ein Rad. Es gibt das Ganze als Kunststoffrad, relativ einfach. Die würde ich euch nicht empfehlen, die kosten dann so 43 Euro. Das hier ist ein Vollgummirad, ist wesentlich komfortabler und besser und kostet um die 100 Euro. Also wenn ihr das Geld ausgeben wollt, ist das Rad auf jeden Fall die deutlich bessere Alternative. Ich hatte am alten Wohnwagen auch schon die Kunststoffvariante. Geht auch, aber das hier ist definitiv zu empfehlen. Ja, erstmal das Buglaufrad dreht man erstmal nach oben, dann geht die Skala ganz hoch. Ihr seht das, das sind immer 25 Kilo Schritte bis 125 Kilo. Also ist natürlich sehr ungenau. Das ist nur ein Annäherungswert. Und wenn er jetzt ein Stück runter geht, dann bleibt er bei dem eigentlichen Wert stehen. Ihr seht jetzt hier, das sind jetzt ungefähr schätzungsweise bei 60 Kilo bleibt er stehen. Also das ist, wie gesagt, eine Waage, die ist integriert. Die kann man nutzen für so einen Pi mal Daumenwert. Für eine richtige Berechnung oder eine richtige Bestimmung ist das natürlich kein verlässlicher Wert, ehrlich gesagt. Sie dient zur Not als Waage. Ich würde euch dennoch aber eine richtige Stützlastwaage empfehlen. Und da kommen wir gleich zum ersten Modell, was wir jetzt vergleichen. Und das ist nämlich die einfachste und günstigste Lösung. Ja, die nächste Alternative, die am einfachsten mit Sicherheit ist, ist eine normale Personenwaage. Die hat jeder in aller Regel im Haushalt. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Stück Kantholz. Ja? Und das sollte mit der Waage, also diese Höhe hier, sollte ungefähr die Höhe eurer Anhängkupplung sein. Ja, und das ist ganz einfach. Man aktiviert die Waage, man stellt den Klotz unter und stellt quasi den kompletten Wohnwagen auf den Klotz drauf. Und zwar so, ihr seht, das Buglaufrad hat sich gerade gedreht. Also es muss frei beweglich sein. Und dann kann man hier den Wert ablesen. Kommen wir mit der Kamera hier rum. Jetzt ist er wieder weg. Okay, dann müsst ihr mir jetzt glauben, es waren 82 Kilo. Hat er hier angezeigt, 82 Kilo hat er hier vorne angezeigt. Ihr wisst ja, das Buglaufrad hier vorne hatte nur 60 Kilo, also ist schon eine extreme Differenz, sehr ungenau. Da warten wir mal ab, wie jetzt die anderen Ergebnisse ausfallen, auf was man sich verlassen kann. Aber 82 Kilo hier mit der Personenwaage und wie gesagt, ist natürlich nicht sehr komfortabel insgesamt, das ist keine Frage. Ich drehe schon mal wieder hoch. Aber mit Sicherheit die günstigste Alternative, weil eine Personenwaage hat man in aller Regel zu Hause. Und ein Stück Holz kann man sich in aller Regel auch relativ einfach besorgen im Baumarkt oder man hat sowas zu Hause rumfliegen. Ja, die günstigste Gelegenheit, die Stützlast konkret messen zu können, ist so eine manuelle Stützlastwaage. Hier ist eine Feder drin, das sehen wir aber gleich. Und hier ist eine Skala dran in 10 Kiloschritten. Ist auch wie bei der Waage im Buglaufrad nicht extremst genau, aber auf 10 Kilo schon mal. Also ist besser wie keine Stützlastwaage, ist natürlich auch sehr leicht. Und auch keine Elektronik, da kann nicht so viel kaputt gehen. Ja, und das geht auch ganz einfach. Man stellt es hier drunter
kurbel dann logischerweise das Buglaufrad runter, dass das wieder frei schwebt, damit quasi der Wohnwagen hier vorne auf der Waage draufsteht. So, und jetzt seht ihr hier, hier ist die 90 Kilo Markierung, der ist unten drunter. Also ich sage mal, der wird jetzt so 86 Kilo anzeigen. Das ist halt auch der Nachteil an der Waage. Sie ist halt extremst ungenau, weil sie hat ja auch nur eine 10 Kilo Markierung Strich. Aber nach 10 Kilo hoch einzustufen, das ist natürlich schon okay. Man kann damit leben. Man darf natürlich nicht vergessen, die Waage kostet auch nur 17 Euro, also ist recht vergleichbar günstig und ist besser wie keine Waage. Deswegen auch die manuelle hier im Vergleichstest dabei. Wer eine günstige Gelegenheit sucht, die Stützlast festzustellen, ist damit, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ja, als nächster Kandidat haben wir keine klassische Stützlastwaage, sondern die Caravan-Waage von Reich. Die dient eigentlich dazu, den Caravan, das Gesamtgewicht festzustellen. Also man kann da mit den Rädern drüber rollen, sieht das Gewicht. Ich finde die Waage hier als Annäherung eigentlich echt gut, weil ich wiege auch ab und zu mal vor Sommer- und Winterfahrt mal meinen Wohnwagen. Und bei mir stimmt das Ergebnis auch, wenn ich auf eine richtige Waage fahre, zum Beispiel beim Händler, beim TÜV zum Beispiel, bei der Bremsenprüfung, da haben die auch eine Waage und können mir auch das Ergebnis sagen. Und da hat das bis jetzt mit dem hier immer plus minus, sagen wir mal 10 Kilo, übereingestimmt, was ich okay finde vom Wert. Das heißt, es ist keine Stützlastwaage. Man kann damit natürlich auch das Buglaufrad messen. Man kann mit dem Bugrad drauf fahren. Das ist nämlich auch die Anzeige hier extra. Der zeigt nämlich hier, blinkt jetzt vorne. Das heißt, man fährt mit dem Buglaufrad drauf. Und dann mit den beiden, wenn ich weitermache, blinken die beiden Räder entsprechend. Und er zeigt mir auch das Gesamtgewicht an. Weil das Gesamtgewicht ist ja inklusive des Bugrades. Aber wir messen jetzt, wir sagen jetzt einfach mal, ihr habt so eine Waage sowieso im Einsatz. Und ihr wollt die Stützlast feststellen. Und dazu geht ihr einfach hin und nehmt auch wieder den Klotz, den wir eben schon bei der Personenwaage hatten. Oder wenn ihr sowas nicht habt, besorgt ihr euch einen Klotz. Stellt ihn auch wieder drauf. Ihr müsst aufpassen, hier unten sind zwei schwarze Punkte. Und da in die Mitte muss halt der Klotz runtergestellt werden, damit auch die Messung richtig erfolgt. Ja, und dann dreht ihr auch wieder herum. Das ist ja immer dasselbe logischerweise. Dreht ihr das Stützrad runter, bis das Rad in der Freien schwebt. Das tut es jetzt gerade. Und ihr seht, er zeigt 109 Kilo. Also er zeigt jetzt schon relativ viel an, muss man dazu sagen. Ist jetzt von Messung her schon relativ die höchste Zahl, die er angibt. Wir hatten hier vorhin 60 Kilo, hier 109 Kilo. Also die Bandbreite ist schon echt extrem hoch. Aber jetzt kommen noch gleich zwei digitale Wagen. Da bin ich mal sehr gespannt, was die so sagen. Also gucken wir uns die mal an. Ja, jetzt zum Schluss kommen die beiden Digitalwagen und das sind auch meine persönlichen Favoriten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie abschneiden. Ich habe jetzt erstmal die normale digitale Waage, die hat natürlich eine Batterie. Die mache ich immer raus, weil sonst läuft die aus oder geht so schnell leer. Da kann man die schnell anschließen. Man drückt hier auf On-Off. Hat dann 0 und hier ist wie so ein Kugelkopf. Den stecke ich hier unten rein. Mache auf, stecke ihn unten rein und kann sogar hier unten noch drehen, damit ich das ein bisschen noch in die richtige Richtung bekomme. Das finde ich auch sehr gut. Ah, jetzt kommt die Batterie hier unten raus, weil ich Deckel nicht drauf habe, aber das sehen wir jetzt mal drüber hinweg. Ist nur optisch nicht schön, also ist nochmal ein Deckel dabei, aber das ist okay jetzt aus meiner Sicht. Übrigens die Waage, ich habe glaube ich den Preis noch gar nicht genannt, die kostet jetzt 66 Euro, findet ihr auch in meiner Videobeschreibung den Link. Und die finde ich, die nutze ich jetzt schon seit Jahren, die Waage. Und die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und ihr seht hier auch 84, 83,5 Kilo. Heißt also, auf 0,5 Kilo genau gibt die das Gewicht an. Und das ist schon wirklich was sehr, sehr Gutes. Wie gesagt, kostet 66 Euro. Ich finde es dennoch eine sehr, sehr gute Waage. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Stützlastwaage, die ich aktuell benutze. Die war meine Vorgängerversion. Und jetzt kommt meine letzte Stützlastwaage, die ich auch aktuell verwende, weil die finde ich auch gut. Aber sie hat einen gravierenden Nachteil. Und das sehen wir jetzt gleich. Ja, mein derzeitiger Favorit ist die Reich TLC-Waage. Die kostet ungefähr 57 Euro. Link ist in der Videobeschreibung auch. Und die nutze ich aktuell, weil ich messe die Stützlast momentan immer vor jeder Abfahrt. Das heißt, auch wenn das Auto schon, also wenn ich zum Auto fahre und vor dem Ankuppeln, mache ich die Waage hier rein. Setzt dann den Wohnwagen einmal auf der Anhängkupplung ab, habt die Stützlast, macht die Waage raus
Kuppel an und kann dann im Prinzip innen drin noch ein bisschen verschieben, wenn ich zu viel oder zu wenig Schutzlast habe. Da weiß man ja, Bettwäsche links, rechts, vor, zurück, da hat man irgendwann ein Gefühl für. Deswegen finde ich die Waage momentan sehr praktisch, weil ich brauche nicht extra, ich habe alles in einem Arbeitsgang. Aber das ist Geschmackssache. Ich habe ja auch jahrelang mit der anderen Schutzlastwaage gearbeitet. Das war auch immer sehr schön. Und jetzt probieren wir das einfach mal aus. Wir machen die Waage an. Hat wie eben die Waage auch einfach 0 Kilo. Ich mache sie auch hier unten ins Maul rein. Jetzt fahre ich mal meine Anhängkupplung raus, weil sonst wäre das hier fürs Video nicht gegangen. Normalerweise habe ich die schon raus und fahre den Wohnwagen quasi ran. So, jetzt bin ich über der Anhängkupplung. Lasse auch wieder mein Stützrad runter, wie man es so kennt natürlich. Setzen aber einmal jetzt auf der Kupplung ab. So lange, bis das Stützrad komplett, ihr seht, es bewegt sich, komplett entlastet ist. Und habe hier meinen Wert, ihr seht, 86 Kilo habe ich insgesamt. Ja, dann drehe ich das wieder hoch. Hebe ihn wieder komplett raus. Mache die Waage raus und kann jetzt quasi meinen Wohnwagen ganz normal ans Auto ankuppeln und kann gegebenenfalls, was die Schutzlast sagt, nochmal im Wohnwagen ein bisschen hinherschieben mit den Gegenständen, um die Schutzlast im Positive oder Negative zu beeinflussen. Das ist ja dann kein Problem. Ja, das war die letzte Waage. Ja, jetzt haben wir alle 6 Wagen miteinander verglichen mit sehr erstaunlichen, unterschiedlichen Werten, muss ich wirklich selbst auch sagen. Was auf einem Niveau lag, war die Personenwaage. Die manuelle Stützlastwaage war auch noch ungefähr in der Range. Und die beiden, die lagen alle, ich sage mal, Mitte 80 Kilo, Pi mal Daumen. Kilo hoch oder runter ist ja kein Thema. Die Waage hier im Buglaufrad lag ja deutlich zu niedrig bei 60 Kilo, obwohl sie eigentlich ja hier vorne das umrechnen soll und messen soll, also den Wert hier vorne angeben soll, war aber deutlich zu niedrig. Ich weiß auch nicht warum, ich kann es euch nicht sagen, weil ich benutze die auch wirklich so grundsätzlich nicht. Und die Reichwaage, die Caravanwaage, war viel zu hoch. Klar, sie ist jetzt keine klassische Stützlastwaage, vielleicht lag es daran, wenn ich in das Rad gefahren wäre, hätte mir vielleicht noch mal ein anderes Ergebnis bekommen. Das habe ich aber absichtlich nicht gemacht, weil wir wollten ja hier vorne messen. Also dafür ist es vielleicht nicht gedacht, wenn man unter dem Rad wiegt, hat man am Schluss das Gesamtgewicht, das ist deren ihre Stärke. Deswegen am Schluss meine klare Empfehlung, klar, Personenwaage mit Holz geht, manuell Schutzlastwaage geht auch, ist natürlich nicht so komfortabel, kostet allerdings auch nur 17 Euro. Meine Empfehlung geht klar aus Überzeugung in Richtung dieser beiden Wagen. Die nutze ich jetzt, die schon länger, die jetzt seit Sommer letzten Jahres und ich bin beide wirklich sehr, sehr gut. Liegen auch preislich, sagen wir beide, so um die 60 Euro. Klar, die hat einen Nachteil, hier brauchst du immer das Auto mit der Anhängkupplung, hier halt eben nicht. Das ist Geschmackssache letztendlich. Ja, jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Könnt ihr euch erklären, warum die Waage im Buglaufrad so schlechte Ergebnisse, so wenig anzeigt, die Reichwaage so viel? Gut, das kann man sich vielleicht erklären. Würde mich mal interessieren, was habt ihr für Meinungen dazu? Oder vielleicht habt ihr auch Erfahrungen und könnt selbst von Erfahrungen berichten. Ist bestimmt auch interessant, auch für mich. Also lasst es in den Kommentaren einfach da. Ich freue mich für ein Like fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo für den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.